Einem größeren Publikum wurde Ralf König bekannt durch seinen verfilmten Comic Der bewegte Mann. Oft geht es in seinen Geschichten um schwules Leben oder auch um Religion. Er scheut sich jedenfalls nicht, auch Tabuthemen zu behandeln. Jetzt bekommt der 57-Jährige den Wilhelm-Busch-Preis als Auszeichnung für sein Zeichnen auch gegen gesellschaftliche Widerstände. Wenn man ihn nett fragt, dann zeichnet er sofort und gerne los. Ralf König, der Comiczeichner, erhält heute Abend in Stadthagen den mit 10.000 Euro dotierten Wilhelm-Busch-Preis. Der Begründer der legendären Schwul-Comics gehört zu den renommiertesten Künstlern Deutschlands mit stets frecher, wacher und politisch auch gerne unkorrekter Zeichenkunst. Die ja immer auch gesellschaftliche Themen aufgenommen hat, wie eben zum Beispiel die Schwulenbewegung. Das ist ja sozusagen sein großes Thema und man kann sicherlich sagen, dass er da enorm zur gesellschaftlichen Liberalisierung auch beigetragen hat. Eine kleine Ausstellung in der Sparkasse Stadthagen und im Wilhelm-Busch-Geburtshaus in Wiedensaal zeigen ab heute das Werk von Ralf König und den unverkennbaren Einfluss, den Wilhelm Busch auf ihn hat. Es ist eine Ehre deshalb, weil Wilhelm Busch tatsächlich derjenige war, der mich zum Zeichnen gebracht hat. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich als Kind noch nicht mal lesen konnte. Aber ich fand dieses dicke Wilhelm Busch-Buch im Schrank meiner Eltern. Zwischen Simmel und Konsalik war Wilhelm Busch. Und ich konnte diese Bilderabfolgen verstehen, als Kind, ohne lesen zu können. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann selber anfing, so kleine Geschichten zu zeichnen. Und da ist diese Leidenschaft halt entbrannt. Und diese Leidenschaft brennt seitdem. Die Verleihung des Wilhelm-Busch-Preises erfolgt heute Abend im Saal des Ratskellers in Stadthagen.